So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren LS13 Mod-Vorstellung. Ich stelle euch heute den Case IHC 844S vor. Jetzt gucken wir mal im Händler, was der so alles drauf hat. Also der hat auch Allradertraktor, der kostet 19.839 Euro. Ist ein Case in der National Harvester Company. Ja, das Modell 844S mit Komfort, 2000 Kabine und Stoll Frontlader, Baujahr 1985. Motor, ja, der hat 80 PS und die Maximalgeschwindigkeit beträgt 30 km/h und er kostet 75 Euro am Tag. Wenn wir den wieder verkaufen, bekommen wir 9.919. Also ist nicht so viel eigentlich. Naja, egal. Jetzt hüpfen wir in den Bulldog rein, was der alles kann. Also, am Anfang können wir schon mal hier die Rundumleuchte machen. Blinker kann ich irgendwie auch, aber es geht mir nicht. Dann müssen wir die Handbremse erstmal lösen. Ah, dann geht der Blinker. Okay, hier geht der Blinker. Rechter Blinker, okay. Dann können wir auf Numpel 7 realistische Spiegel anmachen. Ah, da ging's gerade. Hä? Hallo? Hä? Warum geht's jetzt nicht? Okay, dann starten wir mal den Motor. Vielleicht geht's dann. Okay, jetzt können wir da realistische Spiegel haben. Man sieht auch, die Spiegel passen sich an die neue Umgebung an. Ja, ich weiß, dass du der Maschinenhändler bist. Dann können wir Licht anmachen. Hat nur ein Vorderlicht. Allrad können wir auf Alt links, also Alt und C. Jetzt haben wir Allrad an. Und Zugmaultaste 5 und 6 hoch runter. Wo ist das Zugmaul? Ach, da ist das Zugmaul. Warte, ich zoome mal ein wenig hin, dann kann man es auch besser sehen. Da können wir das hoch und runter bewegen, das Zugmaul. Um, dass wir uns die Hänger, dass wir uns da anpassen können bei den Hängern. Und dann können wir Leertaste, können wir das EC anschalten da. Ach da, das blinkt nicht so schön. Da können wir da die Scheibe öffnen. Die Tür können wir öffnen, da wird die wahrscheinlich auch die Tür. Jo. Das Fenster können wir aufmachen. Also relativ viel. Das können wir auch aufmachen. Noch das Fenster. Und da oben können wir auch noch was machen. Ah, da oben können wir Licht anmachen. Ah, okay. Können wir größeres Licht machen? Fernlicht ist das, glaube ich. Okay, Rücklicht können wir anmachen und das Vorderlicht. Oder irgendwas anderes. Ich weiß ja nicht, was das ist. Dann würde ich sagen, dann fahren wir mal eine Runde mit dem geilen Träger hier. So, das ist der Ausgang. Mal sehen, ob wir den auf 30 km/h bringen, den Bullock. Ich denke aber schon. Ui, jetzt wackelt der ganz schön. Und der wackelt auch richtig, der Traktor, wenn man da irgendwie pflügt oder so, weil das habe ich selber ausprobiert. Dann wackelt das Ding richtig arg. Dann blinkt man mal da runter. Okay, Blinker funktionieren auch super.
Vielleicht mache ich auch noch eine Flugvorstellung mit dem Mod, weil wenn der dann so geil wackelt dann hier beim Flügen, dann richtig so rum wackelt, ist es ja gut für unseren Flug. Also nicht für unseren Flug, aber als Animation. Dann sehen wir uns gleich wieder zu einem neuen Video. Und ciao!